Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Kakao, Milch und Zucker braucht man für eine gute Schoggi. Aber erst eine rechte Portion Fachwissen bringt auch den richtigen Genuss, Freude, Belohnung oder sogar Verführung mit ins Spiel. Für die Herstellung der feinen Arnischocke benutzt man zwar die modernste Technik, hat aber die traditionellen Produktionsmethoden nicht vergessen. Wie eh und je werden Kakaobohnen darum so lange gemahlen, gerührt und gonchiert, bis daraus eine Schocke entsteht, die ganz fein oder wie es auf der Verpackung heisst, zart schmelzend worden ist. Neben dem Können des Confiseurs wird die Qualität der Schocke auch vom Kakao beeinflusst. Für die meisten Sorten verarbeitet man bei Arni hauptsächlich Sorten aus Westafrika. Für die dunkle Schocke hingegen Edelbittersorten aus Südamerika. Je grösser der Kakaoanteil ist, desto dunkler wird die Schocke. Man sagt ihr dann Bitter- oder Zartbitterschocke. Bei den übrigen Sorten ist es gerade umgekehrt. Die enthalten weniger Kakao, dafür mehr Kakaobutter und Milch. Höchste Ansprüche erfüllen unsere Confiseure aber auch mit den gefüllten Tafeln, wie der Arni Giandino mit Mandelcreme-Füllung. Und allen, die die Schocke am liebsten knackig haben, empfehlen wir die Arni Milchnuss mit frisch gerösteten Haselnüssen. Die Arni-Qualität war schon immer überzeugend. Jetzt ist sie auch noch überzeugend günstig, weil alle Tafeln abgeschlagen haben. Weniger süß, aber ebenso lustig zu und her geht es jetzt im nächsten Beitrag mit dem Rezept von Armin Amrain und einem äußerst vielseitigen Gemüse. Richtig, es geht um einen Lauch, der vom Frühling bis in den Winter hinein so viel zu bieten hat, dass man ihm jetzt ein ganzes Frischmarktmagazin gewidmet hat. Grüezi miteinander. Die Lauchstängel in Ring schneiden, im Anken dünsten und mit Weisswein ablöschen. Aufkochen und wenn alle Flüssigkeit verdampft ist, den Lauch abkühlen. Halbfettquark mit Milch, 2 Eier und Reibkäse gut verquirlen. Mit Paprika, Salz und Pfeffer würzen. Ein Salsitz in Würfel schneiden und mit dem Guss und dem Lauch gut vermischen. Ausgerollten Blätterteig auf dem Blech auslegen und die Lauchmischung darauf verteilen. Den Ofen auf 220 Grad vorheizen und die Lauchgisch ungefähr eine halbe Stunde backen. Das Rezept für das einfache, aber köstliche Lauchgericht steht diese Woche in der Beilage der Coop-Zeitung im Frischmarktmagazin. Und hier zur Erinnerung nochmal alle Zutaten, die wir gebraucht haben. Lauch, Anke, Weisswein, Halbfettquark, Milch und Eier, Reibkäse, Paprika, Salz und Pfeffer, Salsitz und Blätterteig. Danke, Armin. Wer in den letzten Monaten fleissig mit der Supercard eingekauft hat, der kann jetzt auch langsam an das Einlösen von einer Superprämie denken. Entschuldigung, darf ich Sie etwas fragen? Ja. Der Pöstler hat Ihnen gerade ein Pack gebracht, wahrscheinlich von Supercard. Das stimmt. Und, was haben Sie bestellt? Mein Mann lässt gar nichts anbrennen. Darum habe ich ihm einen Supertoaster bestellt für 8.990 Superpunkte. Sammeln geht gar nicht so lange, wie man meint. Und mit den zusätzlichen Superpunkten, die es jede Woche gibt, kommt schnell etwas zusammen. Morgen gibt es wieder Gelegenheiten zum Sparen und Sammeln mit dem Aktionsangebot dieser Woche. Clementine im Netz aus Spanien kostet 3,70. Mit der Coop Supercard kommen Sie Goldstar Bulleschenkel zum halben Preis über. Beim Kauf von einem Grossmutter Schocke Cake gibt es 150 Superpunkte für Superprämien. Sie wissen ja, Supercard vorzeigen, sofort profitieren. Dann noch ein Angebot von der Importparfümerie. Route 66 Set mit Eau de Toilette und Showershell gibt es für 56,80 und 1690 Superpunkte. Mit diesen Hinweisen bin ich am Schluss für heute. Danke, dass Sie für uns Zeit gehabt haben und auf Wiedersehen.